kommt besser, wenn er so angestrengt aufgeschrieben wird. Es ist halt einfach auch nicht leicht. Beginnen wir mit dem Crunch. Er trainiert hauptsächlich den oberen Anteil der geraden Bauchmuskulatur und als Alternative wird häufig der Sit-Up angewendet. Beim Sit-Up hast du deine Beine fixiert und richtest deinen Rumpf auf. Diese Übung empfehle ich nicht als hauptsächliche Bauchmuskelübung, da wir den Hüftbeuger auch sehr stark aktiviert haben. Beim Crunch legst du dich frei auf eine Matte, drückst deinen Rücken aktiv in den Boden, um eine Voraktivierung der Bauchmuskulatur zu haben und versuchst auch, deine Fersen in den Boden zu drücken. Dadurch aktivieren wir die hinteren Anteile der Beinmuskulatur und hemmen den Hüftbeuger. Das nennt sich auch antagonistische Hemmung. Bei dieser Übung kannst du die maximale Wiederholungszahl aus dir rausholen, da es primär eine, würde ich sagen, Ausdauerübung ist. Nach deiner maximalen Wiederholungszahl kannst du 1 bis 3 Minuten Pause machen und dann bist du mit der Übung fertig. Für den unteren Anteil der geraden Bauchmuskulatur kann man sehr gut die liegenden Leg Raises benutzen. Dazu liegst du in einer ähnlichen Ausgangsposition wie beim Crunch, nur hast du die Beine gerade nach oben gestreckt. Versuch auch hier über die gesamte Wiederholung die Beine komplett gestreckt zu halten. Wie du siehst, gelingt mir das auch nicht ganz. Das ist aber kein großes Problem. Mit einem Beweglichkeitstraining der hinteren Beinmuskulatur könntest du dies wieder ausgleichen. Deine Arme darfst du gerne seitlich ausrichten und auch in den Boden drücken. Wichtig bei dieser Übung ist es, den Unterkörper aktiv nach oben zu rollen, so dass du die untere Bauchmuskulatur sehr stark, sehr gut erreichst. Mache von hiervon 6 bis 12 Wiederholungen und auch wieder eine Pause von 1 bis 3 Minuten. Eine weitere Übung für die untere Bauchmuskulatur ist das hängende Knieheben. Hierzu brauchst du so etwas wie eine Klimmzugstange, an der du dich festhalten kannst. Wichtig ist es, dass du hierbei auch deine Schultermuskulatur anspannst, um nicht im passiven Bewegungsapparat, also den Sehnen und Bändern, zu hängen. Das ist wichtig, weil die Schulter ein sehr empfindliches Gelenk ist. Bei der Übung an sich hast du die Beine im 90-Grad-Winkel angewinkelt und versuchst dann, dir das Knie über eine Drehung oder ein Zusammenrollen deines Bauches zur Brust zu führen. Achte dabei darauf, dass du nicht zu sehr hin und her wackelst und dass du bei dieser 90-Grad-Stellung wieder aufhörst, damit du nicht zu viel Schwung in die Übung reinnimmst. Denn Schwung brauchen wir erstmal nicht. Hier kannst du auch 6 bis 12 Wiederholungen ausführen und nach einer Pause von 1 bis 3 Minuten wieder einen Satz durchführen.